Willkommen bei Soundpunkt.de und diesmal habe ich euch mitgebracht von ESX eine der wohl stärksten Vierpedal-Endstufen, vor allem auch bezogen auf die Größe, aber trotzdem, da kommt jede Menge Leistung raus und für wen die richtige Endstufe ist und bei wem ich sagen würde, nehmt es vielleicht doch besser eine andere, darum soll es jetzt gehen, also viel Spaß dabei. Eben habe ich es gesagt, eine der wohl stärksten Vierpedal-Endstufen auf dem Markt und das, obwohl sie so klein ist, wie ihr hier vielleicht auf dem Bild schon mal erahnen könnt. Und wir packen sie mal zusammen aus. Das ist Ganze eine ESX VX 1400.4 Pro. Und das ist eine sehr unscheinbare Endstufe, muss ich sagen. Aber die hat es unfassbar in sich. Ja. Und zwar... Schaut mal hier, das ist wirklich eine Mini-Endstufe. Die Maße blende ich euch mal ein. Aber die ist wirklich, wirklich sehr, sehr kompakt. Und trotzdem, da kommen viermal, Achtung, 200 Watt FMS raus an 4 Ohm. Und viermal 350 Watt FMS an 2 Ohm. Und das ist wirklich unfassbar viel Leistung. Und das Ganze ist aus der neuen VX-Serie. Da gibt es auch noch Monoblöcke davon. Und da könnt ihr euch die mal anschauen, weil da kommt aus der Größe als Monoblock 3 kW oder ist es sogar schon die 5 kW-Variante. Ich weiß nicht, die Unterschiede sind sehr, sehr klein. Also da könnt ihr euch eine Riesenanlage draus bauen. Ihr habt aber, wie ihr hier vielleicht seht, relativ kompakte Stromanschlüsse. Das Ganze ist eine so dermaßen digitale Endstufe, wie es nur anders sein kann. Das heißt, wir haben quasi fast keinen Wärmeverlust. Wir haben quasi fast keine... Verluste vom Wirkungsgrad her und das ist schon sehr, sehr beachtlich für die Größe, für das Gewicht und auch für den Preis am Ende des Tages, weil, müssen wir überlegen, 4 mal 350 Watt, das heißt, wir reden hier über 1,5 kW und das Ganze, wie gesagt, als 4-Kanal-Variante. Und wir haben auch sinnvolle Features mit an Bord. Wir haben einen jeweils für Front und Rear, also für Kanal 1 und 2 und 3 und 4 eigene Einstellungsmöglichkeiten, was den Input angeht, das heißt, die Anpassung der Ausgangsspannung eures Radios oder auch vielleicht Soundprozessors an die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe, das jeweils getrennt für Front und Rear. Wir können das Ganze mit einem Vollsignal geben, also reingehen, beziehungsweise rausgehen, muss man ja sagen. Wir können auch mit einem Highpass oder auch bei dem Rear-Kamera mit einem Lowpass arbeiten. Wir haben dann einen Input-Wahlschalter, 2-Kanal, 4-Kanal. Das heißt, wenn ihr nur ein 2-Kanal-Kabel habt, könnt ihr das auch dann intern aufteilen. Und ich habe es ja am Anfang gesagt, für wen ist die Endstufe geeignet und für wen wirklich, muss ich ehrlicherweise sagen, auch nicht. Wer mit 4x350 Watt RMS jetzt nicht so viel anfangen kann, also wer einfach sagt, oh, das ist ja richtig viel Leistung und mein JBL-Lautsprecher, da steht mir auch 300 Watt drauf oder mein Phonix-Lautsprecher, da stehen 200 Watt drauf. Ganz ehrlich, mit der Endstufe kriegt ihr solche Lautsprecher wirklich in 0, nichts kaputt, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr macht. Wenn da nicht die Stromversorgung wirklich super passt, wenn die Einbausituation nicht passt, wenn die Filtereinstellungen nicht passen. Und damit, mit der Leistung, geht sehr viel, sehr schnell kaputt. Das muss ich ganz klar sagen. Und bei verbrannten Schwingspulen, also einfach eine Überlastung mit einfach zu viel Power, da greift leider auch keine Gewährleistung. Und das ist dann wirklich ein Problem, mit dem wir und auch ihr natürlich zu kämpfen habt, wenn wir es euch erklären müssen, das ist einfach zu viel Leistung. Für wen ist es aber genau die richtige Endstufe? Nämlich für alle unter euch, die mal, ich würde mal behaupten, mindestens 2 Tieftöner pro Seite haben. Also in jeder Tür 2 Tieftöner drin haben. Manche von euch haben noch 2 Hochtöner verbaut. Manche haben hinten auch noch 2 Lautsprecher verbaut, also pro Seite. Oder vielleicht sogar 3 oder 4 oder 5 Tieftöner in den Türen. Und dann habt ihr mit einer einzigen Endstufe in der Regel da auch noch genug Leistung für alle Lautsprecher, die bei euch im Fahrzeug verbaut sind. Oder natürlich auch, wenn ihr sehr hochwertige Lautsprecher verbaut habt. Also ganz ehrlich, so ein 100-Euro-Lautsprecher, egal von welcher Marke, damit der geht hier gnadenlos zugrunde. Aber bei den ganz hochwertigen Sachen, auch bei den SPN-Lautsprechern, da seid ihr genau an der richtigen Stelle. Das heißt, mit einer sehr, sehr kompakten Innenstufe habt ihr unfassbar viel Leistung. Das Ganze auch noch auf einem wirklich sehr hohen Niveau, muss man auch sagen. Also das ist jetzt keine Schrott-Endstufe, die einfach irgendeine Leistung rausballert, sondern da klingt auch noch richtig gute Leistung raus. Das heißt, Kontrolle über den Lautsprecher, die klingt gut. Sie klingt natürlich jetzt nicht so gut wie eine andere Endstufe, vielleicht auch im gleichen Preissegment, aber die macht dann halt auch nur noch vielleicht ein Viertel der Leistung. Also da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Aber wie gesagt,
Das Ganze ist jetzt Jammern und Meckern auf hohem Niveau. Ich glaube, wer 4x 350 Watt RMS an 2 Ohm beziehungsweise 4x 200 Watt RMS an 4 Ohm braucht und weiß, dass er sie braucht, der hat mit der ESX VX 1400.4 Pro, glaube ich, genau die richtige Endstufe mit sehr kompakten Maßen und das Ganze dann natürlich auch mit der entsprechenden Mono-Endstufe für euren Woofer und dann seid ihr auf der richtigen Seite. Denkt bitte daran, ihr braucht auch da doch relativ viel Strom, weil irgendwo muss die Leistung herkommen, die dann in die Lautsprecher gehen soll. Und das soll es jetzt hier gewesen sein. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr ein Angebot haben wollt, also quasi die Vierkanal plus ein Monoblock, dann schreibt uns gerne eine E-Mail für einen super Sonderpreis an support@sound.de. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder hier auf dem Kanal. Macht's gut und gute Fahrt. Ciao, ciao. We'll be right back.